Ja, hallo zusammen, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Ich möchte heute ein wenig weitermachen mit der Schachzugführung und ich stelle euch heute die Grundbasis des Schlagzeuges vor, denn man sieht, das ist sehr stark erweitert, aber die Grundbasis muss vorgestellt werden, denn es ist enorm wichtig zu wissen, von wem stammt das Schlagzeug, welches Material hat es, welche Größen und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich mal, ich lege los. Die Grundbasis meines Schlagzeuges besteht aus den drei Rack-Toms, die wir hier sehen, und den beiden Floor-Toms sowie der Bass-Drum. Es gab dazu auch eine Main-Snare, aber dazu muss ich in einem anderen Video ganz viel erzählen, denn da ist was Tragisches passiert und deswegen wartet ab, bis dieses Video kommt. Diese Grundbasis, so wie hier dieses Snare Drum, wurde 2008 von Kirchhoff Schlagwerk hergestellt. Diese Firma ist in Krefeld, Deutschland ansässig. Wir haben es hier mit einem Schlagzeug zu tun, dessen Kessel aus Acryl bestehen und die Qualitätsstufe ist die allerhöchste, denn das Acryl wurde weder geklebt, weder verschweißt, sondern es wurde gegossen. Und dazu werde ich mir jetzt mal meine Side-Snare nehmen und wir schauen uns den Kessel an und ich gehe hier jetzt mal herum. So. Und ich sehe hier keine Schweißnaht. Ich sehe hier keinen Kleber. Ich sehe hier quasi nur einen gegossenen Kessel. Und somit stimmt's auch. Alle Kessel, die wir hier sehen, sind gegossen und somit auch in der höchsten Qualitätsstufe, die es für die Herstellung von Acryltrommeln gibt. So, wie ich bereits sagte, wir haben hier die Grundbasis aus den 5 Toms und der Bassdrum und wir haben hier folgende Größen und zwar 8x7 Zoll Rack-Tom, 10x8 Zoll Rack-Tom, 12x9 Zoll Rack-Tom und 14x14 Zoll Floor-Tom und 16x16 Zoll Floor-Tom und 20x20 Zoll Bass-Drum. So, ein kleiner Hinweis: Den Klang des Schlagzeuges, also der Grundbasis, werde ich im nächsten Video präsentieren, weil momentan kann ich das Schlagzeug nicht spielen. Deswegen hole ich das nach in einem nächsten Video und deswegen bitte ich um euer Verständnis. Das komplette Schlagzeug ist mit Remo-Fellen befällt. Wir haben auf den Toms jeweils die Ambassadors komplett, also sowohl die Schlagseite als auch die Resonanzseite sind komplett mit Ambassadors befällt. Die Bassdrum besitzt als Schlagfell ein Remo Pinstripe und auf der Resonanzseite haben wir das Remo Controlled Sound. Und nun noch was Kurzes zu der Bassdrum. Wir sehen es hier, die Bassdrum ist komplett geschlossen, die Felle dämpfen sich selbst ab und was das Ganze auf sich hat, dazu wird es auch noch ein Video geben, aber erst viel später. Ja, das war's wieder mal von mir für heute. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Liken, fürs Disliken, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.